failed me for the last time. Darf ich vorstellen, das Mogus verlässt uns in seiner sogenannten Magnetbox. Ja, wir haben Magnetverschlüsse. Ich habe das mal eben kurz ein bisschen vorbereitet, damit nicht ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig, also Magnetverschlüsse. Hier ist ein Magnet. Ja, das geht bis zum Magnetverschluss. Der wird gleich wieder erstklassig eingepackt. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Da kommt er gleich rein, auch das Zubehör ist da. Also, das Mogus verlässt uns. Hier ist ein Magnetverschluss. Ja. Hier oben ist ein Magnet eingearbeitet und dann ist das wunderschön verschlossen. So, ich hoffe, das Paket kommt auch wunderbar an. Da Mogus von der Firma Sideshow. Ja, eine Six-Scale-Geschichte. Das war eine Sonderedition, die damals sogar mit Raven. Raven war auch als solch eine Scale-Fiktion aus Old Republic, aber leider ist die so utopisch, dass es sie gar nicht mehr gibt. Also wer eine Raven-Figur in der Größe bekommt, der kann sich glücklich schätzen. Wir hatten gestern, hatte ich ja euch diesen R2-D2 gezeigt. Der kostet mittlerweile schon 775 Euro. Der ist auch... Ne, hatte ich nicht. Ich unterhalte mich nämlich gerade hier. Noch nicht. Mache soeben ein Video über deine Figur. Ja, einige erstklassige Kunden bekommen natürlich auch ein eigenes Video über ihre Figur, die wir kurz vorstellen und auch somit demonstrativ zeigen, dass der Kunde eine erstklassige Ware bekommt, wo noch keiner dran war, nicht bespielt wurde, dass ich sie jetzt anfasse, sehr vorsichtig, um nur zu zeigen, dass hier alles in Ordnung ist. Ja, das ist ein Jersey-Stoff, ein richtig cooler, kühler Jersey-Stoff. Also diese Figur ist schon wunderbar. Auch das Plastik, die hat viele Knickpunkte, ja, hat viele Knickpunkte und das Mogus hat ja natürlich sein Saberschwert. Allzu viel handle ich jetzt hier nicht mit rum, weil dieses gute Stück geht jetzt an den Thomas Meyer. Und Thomas Meyer, warte, exklusiv for you. So, wie gesagt, es freut mich, dass diese Figur on the way geht. Sie wird jetzt ordnungsgemäß eingepackt, geschützt und ich zeige allen, wie gesagt, es ging heute sehr viele raus. Ich mache jetzt nicht für alle hier einen Videoclip, sondern das hier ist ein besonderer Videoclip, weil es die Firma Sideshow ist. Und die Firma Morgan und die Firma Sideshow macht das nicht. Okay, ich komme. Wer braucht das? So, Freunde der Old Republic, nicht wahr? Old Republic mit Magus, ne? Malak. Noch nie ausgepackt, wird auch nie ausgepackt. Bleibt schön zu. Nur eben gezeigt, aber er hat ihn schon. Ne? So. Wie gesagt, gerade ziemlich stark unterbrochen worden, aber ich mache ganz schnell weiter. Also diese Figur von Sideshow, das ist Sideshow. Ich habe nur das eine Teil jetzt ihm in die Hand gegeben, sonst sind alle noch verpackt. Alle verpackt, bleibt auch verpackt. Zusätzliche Hände, auch noch nie ausgepackt. Das Schwert, auch noch nie ausgepackt. Es bleibt also, das wird hier auch wieder eingearbeitet. Sollte nur eben demonstrativ sein, dass die Figur da ist, mit zig Händen, mit Umhang aus Seide. Und das wird jetzt alles ordnungsgemäß eingepackt, damit das jetzt dann auf den Weg geht. Na? So, nicht jeden Kunden kann ich jetzt, also wie gesagt, ich habe da hinten noch zwei Pakete, aber den Kunden, die sind nicht online, deswegen konnte ich da kein Video machen. Hätte ich jetzt Video machen können, herstellen können und beifügen können, im Paket, aber da reicht die Zeit nicht aus, weil die Pakete müssen gleich raus. Ja, die sind nicht YouTuber, haben auch keine Computer, die haben halt die Figuren geordert als Weihnachtsgeschenk. Das war einmal Darth Vader und einmal der Sohn Luke Skywalker. Diese beiden Sondereditionen aus Metall, die als Dioram zu kaufen waren. Ja, die sind jetzt auch wieder on
auf dem Weg. Und ich hoffe, die das bekommen, freuen sich genauso, wie Mike sich hier freut, indem er eine Original-Sideshow-Figur bekommt. So, auch günstiger wie normal, ja? Alle Figuren werden hier günstiger wie normal verkauft. Ne? So, ja, und somit geht Mogus on the way. Ich bedanke mich für den Einkauf. Und heute ist die Sendung also ein bisschen anders, kurz und bündig, ist ein Mini-Clip. Exklusiv Dankeschön für Thomas Meyer, der diese Figur erhalten wird und damit auch eine tolle Figur in den Händen halten wird. Und seine Sache wird immer größer. Na? So, Malak hat er, habe ich gesehen, oder war? Aber Malak, meine sehr verehrten Damen und Herren, Amazon möchte für Malak für diese Figur 305,95 €. Bei uns gäbe es die dann, mal polieren hier so, gäbe es dann für die Hälfte oder noch günstiger, je nachdem. Oder noch günstiger auf keinen Fall, weil wenn Amazon schon 305,95 € dafür haben möchte, bleibt die jetzt bei uns stehen. Die steht neben Obi-Wan Kenobi. Und dieser Obi-Wan Kenobi, wo diese Figur neben steht, kostet bei Amazon schon 780 €. Also bleibt die da oben auch stehen. Ja, ob wir eines Tages mal so viel Geld dafür bekommen, weiß ich nicht. Jedenfalls, wir werden gleich, beziehungsweise ich persönlich werde gleich ganz viele Plakate an Fenster kleben, Superpreise, reduziert. Und dann ist die Sache erledigt. Dann geht Star Wars jetzt nonstop raus für einen halben Preis, für einen halben Preis, für einen halben Preis. Mal schauen, ob wir das hinkriegen mit halbem Preis. Also so halb auch wieder nicht, aber jedenfalls so günstig wie unter, weit unter Amazon und deren Preise. Natürlich müsst ihr bei Amazon immer gucken. Ihr müsst jetzt natürlich auch gucken bei Malak, ob es denen dann nicht vielleicht auch günstiger gäbe. Ne? So, ich sage eben Bescheid. Ja, Hauptsache er hat ihn schon, den Malak. Er ist nochmal Fan. Und ich freue mich, wenn wir Fans beliefern können. Das war ja unser Ziel. Unser Ziel war an sich hier Fans. Deswegen war ja auch samstags gedacht, hier dieser sogenannte Stammtisch, der hier hätte eröffnet und ist auch weiterhin eröffnet. Auch der Filmclub ist weiterhin eröffnet. Nur wie gesagt, die Sachen gehen jetzt so langsam raus. Na? Ja. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr vorbeikommen würdet. Ihr könnt hier also einige Schnäppchen machen, die Preise purzeln. Ihr sagt mir eure Preisvorstellung und wenn eure Preisvorstellungen in Ordnung sind, könnt ihr die Ware auch mitnehmen. Finn zum Beispiel für 100 oder so oder keine Ahnung, ja, Ray und so weiter. Na, also da kriegen wir schon hin. Okay, Ray wäre dann 150. Aber so in der Richtung. Mit BBA und von Sideshow. So. Ich packe ihn ein, den Herrn, und ich hoffe, der Spaß wird und die Figur bekommt einen tollen Platz. Und ja, bei uns war es nicht. Wir haben die nur jetzt ausgepackt, damit wir sehen, ob alles in Ordnung ist. Die Seide fasse ich auch ganz vorsichtig an, das ist richtiger Seidenstoff. Ja. Ja, da hat er recht. Da hat der Thomas recht. Wenn die Old Republic Figuren oder wenn Star Wars Old Republic irgendwie durch Snoke, ja ein Old Republikaner oder Plagueis sein könnte, dann in die Geschichte von Old Republic so langsam reintauchen nach 9, nach Han Solo, nach Qui-Gon Jinn, nach, ach wie die alle geheißen haben, wenn die Filme alle gemacht worden wären, Qui-Gon weiß ich nicht, ob sie denen irgendwie machen würden. Obi-Wan Kenobi, ja, ist irgendwie bestätigt. Boba Fett wollen sie auch. Okay, das sind irgendwo die Lieblinge. Aber Old Republic würde einschlagen wie eine Bombe, wenn Disney Old Republic verfilmen würde. Es gibt eine neue TV-Sendung, 1313. Na, wer 1313 kennt, Star Wars, da wollen die eine Sendung rausmachen aus 1313 und
da auch eine tolle Geschichte machen. Schauen wir mal, ABC Studios arbeiten dran. So, jetzt bin ich weg. Wie gesagt, noch nie ausgepackt, werde ich auch nicht auspacken. Alle Figuren, alle Hände sind drin. Auch das gute Stück wird beigefügt. Es wird ordnungsgemäß eingepackt. Und dann, ja, on the way. Richtig. So, wäre eine schöne Sache mit Old Republic, das stimmt. Wie gesagt, ich mache jetzt Cut. Das war ein Special für Mogus, der jetzt on the way geht. Und die anderen beiden, die auch on the way gehen. Ja, der Postbote kommt gleich und packt sich die Sachen und dann on the way. Okay, viel Spaß mit der Figur, Thomas. Reihe diese Figur gut ein. Ja. Wie gesagt, hier oben ist Metall eingearbeitet, damit man das, die Mütze da so richtig drapieren kann. Also wie gesagt, gut umgehen damit. Der Seidenstoff ist auch super. Das Ding ist nicht allzu scharf, aber piekt doch schön, wenn du da dran kommst. Ne? Also geh gut damit um. Na? Okay. Das ist halt so. Ja, genau. Lesen. Na. Ja. Auch Spaß. Die Games sind auch nicht so mein Ding. So, das war's. Macht's gut. Mogus geht on the way. You have failed me for the last time.